Hi, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach die Insta360 X4 mit einfachen Sender von DJI Mic 2 verbinden könnt. Also ihr braucht nicht das ganze Set, es reicht, wenn ihr den hier wireless verbindet. Und zwar geht es relativ einfach. Ihr schaltet das gute Stück ein, wischt von oben nach unten, geht hier auf die zweite Seite. Und hier, wo die Mikrofone sind, da geht ihr drauf, schaltet das euer Mic 2 ein und das müsste dann im Kopplungsmodus sein. Oder wir setzen es in Kopplungsmodus, aber da ist es schon, wie ihr seht, hier Bluetooth und schon ist es verbunden. Und jetzt könnt ihr es ganz normal fürs Aufnehmen benutzen. Was ich euch noch empfehle, ist, ihr geht noch in die Einstellungen rein und scrollt dann hier ein bisschen weiter runter und hier habt ihr externe Mikrofonverstärkung. Da könnt ihr also noch auswählen, müsst ihr mal ein paar Probeaufnahmen machen. Also ich habe auf +6 und muss aber trotzdem noch im Post-Production den Ton anheben, also das Volumen anheben. Es ist trotzdem relativ leise, aber die Tonqualität ist gut und sie läuft auch synchron mit den Lippen. Das ist also auch schon mal wichtig, das funktioniert. Und wenn wir dann jetzt hier in dem Bildschirm sehen, da seht ihr hier oben an dem Kopfhörersymbol, dass das Mikrofon verbunden ist. Es gibt leider kein Audio-Level hier drin, damit ihr sehen könnt, wie das gelevelt ist. Naja, man kann nicht alles haben. Wenigstens funktioniert das DJI Mic 2 mit der X4 ganz automatisch. Und ein weiterer Nachteil ist, wenn ihr das Ganze ausgeschaltet habt, und ihr schaltet es wieder ein. Jetzt weiß ich nicht, ob die Zeit zu kurz war. Aber dann ist es auch nicht verbunden. Das heißt, ihr müsst wieder hier reingehen. Ihr müsst hier wieder auf Suchen gehen. Er sagt jetzt, er ist verbunden. Bin mal gespannt, ob er es jetzt findet. Aber er ist jetzt auch nicht im Kopplungsmodus. Doch, da ist er. Also ihr seht, es funktioniert. Man kann es super verbinden. Und dann funktioniert das DJI Mic ganz automatisch mit dem X4. Ich werde noch ein weiteres Video machen und gebe euch mal hier ein paar Soundbeispiele. Internes Mikrofon vom X4 mit Windunterdrückung und dann verbunden mit dem DJI, wie der Sound dann davon ist und dann auch mal die Windunterdrückung dazu geschaltet oder eben die interne Aufnahme auf dem Mic 2. Die funktioniert nämlich leider nicht mehr, wenn ihr das verbunden habt. Dann könnt ihr nicht mehr hier drin intern mit 32-Bit Float aufnehmen, was schade ist. Aber naja, wir werden sehen. Aber ihr seht, ihr braucht nicht das ganze Combo. Ihr könnt einfach euren kleinen Sender mit der X4 verbinden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.